Mein Name ist Philipp Niesen. Ich teste heute das Laney-Top-Teil mit Box Lionheart L50H. Die Box dazu heißt L412. Wir wollen mal sehen, was so alles da herauskommt. Also, zum kurzen Verständnis, der Amp ist ein Zweikanaler. Das heißt, man kann per Fußschalter umschalten. Es gibt einen Clean-Kanal und einen Drive-Kanal mit unterschiedlichen Master-Volumen. Der Clean-Kanal hat einfach nur einen Volumenknopf, der Drive-Kanal hat Drive und Drive-Volumen. Gemeinsame Klangregelung. Es gibt einen Hall, der digital ist und nicht etwa Federhall. Dann gibt es einen Einschleifweg noch, der sitzt vor dem Hall. Und dann gibt es hier, so wie bei alten oder wie bei AC30, einen Tonregler, der vor der Endstufe die Höhen beschneidet sozusagen. Das kann man kurz mal demonstrieren im Clean-Kanal. Da passiert also ganz schön was. Ich lasse ihn jetzt mal auf der 12 Uhr Position stehen. Und dann gibt es noch ganz interessant einen Dynamics-Regler, der den Verstärker so mit mehr Bottom versorgt nochmal. Untenrum also Gas gibt. Da kommt unten noch mal ein bisschen mehr Schub. Sitzt ein wenig komisch drauf hier.